Thailand-Urlauber, aufgepasst! Es soll neue Einreisebestimmungen für Thailand geben und zusätzlich werden auch noch neue Visaarten eingeführt. Unter anderem ist mal wieder die Rede von einem digitalen Nomadenvisum. Alles, was bislang bekannt ist, erfährst du in diesem Video. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal den Status quo an. Denn aktuell ist es so, dass man als deutscher Staatsbürger bei der Einreise ohne Visum direkt 30 Tage in den Reisepass gestempelt bekommt und die Möglichkeit hat, vor Ort um weitere 30 Tage zu verlängern und somit einen Aufenthalt für 60 Tage in Thailand zu haben. Diese Regelung soll nun aber angepasst werden und zukünftig möchte man direkt bei der Einreise 60 Tage in den Reisepass stempeln. Und wahrscheinlich wird es noch weiterhin die Möglichkeit geben, um weitere 30 Tage zu verlängern, sodass man dann auf insgesamt 90 Tage kommt. Was das Ganze jetzt für das Touristenvisum bedeutet, was ja eigentlich 60 Tage bei der Einreise bedeutet, plus 30 Tage Verlängerung vor Ort, das bleibt abzuwarten. Vielleicht wird das ja auch noch entweder angepasst oder komplett abgeschafft. Mal schauen. Aber was noch viel, viel spannender ist, das ist die Ankündigung eines Visums für digitale Nomaden. Es ist die Rede von einem 5-Jahres-Visum. Allerdings kann man nicht 5 Jahre am Stück bleiben, sondern es gibt wohl nur 180 Tage direkt bei der Einreise und dann kann man das Ganze nochmal verlängern um weitere 180 Tage. Das heißt, nach meiner Rechnung müsste man auf 360 Tage im Jahr kommen. Keine Ahnung, was mit den restlichen 5 Tagen im Jahr ist oder im Schaltjahr sogar 6 Tagen, ob man da wirklich ausreisen muss und dann erst bei der neuen Einreise wieder 180 Tage bekommt. Keine Ahnung. Also ihr seht, es sind noch einige Fragen offen und ungeklärt. Das Ganze wurde zwar schon durchs Kabinett durchgewunken, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass es dann doch nochmal öfters Änderungen gibt und solange noch kein Gesetzestext in der Royal Gazette veröffentlicht wurde, kann sich das Ganze auch nochmal komplett ändern. Von daher, ich werde euch hier auf den Kanal am Laufenden halten. Macht unbedingt das Plus weg und in den Kommentaren werde ich euch auch nochmal den Artikel verlinken.